So Leute, bin wieder da mit Inscription. Gehen wir in den Keller oder gehen wir erstmal nach hinten? Den haben wir zuerst besiegt, also zuerst in den Hinterraum. Ein Spiegel und hier ist eine Grabinschrift. Es gab keine Heilung. Okay. Ach, hier kann ich... Oh, der sieht cool aus. Möchte der sein. Oder wen gibt es noch? Oh, so ein Cowboy. Oh, cool. Roboter. Okay. Ist wohl zufällig, wenn man kriegt. Ich möchte wieder jemanden mit den roten Haaren. Der war cool. Blöd, dass es nicht einfach durchswitcht, sondern man halt reingehen muss, bis man hat, wen man möchte. Ach komm schon, den ich will, der kommt nicht mehr. Ja, die haben dann aber auch andere Outfits an. Ja, das finde ich cool. Nehmen wir sie. Ich glaube, es ist eine sie. Oder es ist ein Kerl mit langen Haaren. Ich bin ja auch ein Kerl mit langen Haaren. Was ist hier im Keller? Noch eine Grabinschrift. Dort steht dem Skorbut-Elling. Oh, der die Zitronen will. Ein übel riechender Lufthauch quoll aus dem Sarg. Du hast nichts anzubieten. Warte mal, was? Du hast nichts anzubieten? Okay. Ja gut. Dann muss ich dem irgendein Opfer da bringen. Gut, jetzt lass mich mal kurz gucken. Der wurde... Der rechte... Der ist dann der Skorbut erlegen. Es gab keine Heilung für ihn. Kann ich von dir noch Infos kriegen? Der Grabstein auf der linken. Brr. Ja, ihm ist kalt. Gut, was haben wir denn noch? Von einem Hund gefressen? Er hegt keinen Groll, glaube ich. Und der andere bei dem versagte Defibrillator. Okay, das war jetzt aber geraten. Wunderbar, ich glaube, du hast deinen Grips hinlänglich unter Beweis gestellt. Bist du vorbereitet? Du wirst mich nicht besiegen. Das werden wir sehen. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich begann mir schon Sorgen zu machen. Ich könnte ewig hinter diesen Grabsteinen eingeschlossen sein, weggesperrt, auf den Grips eines Herausforderers angewiesen, um eines Tages entdeckt zu werden. Aber nein, du hattest Erfolg und jetzt ist Zeit zu kämpfen. Meine Diener sterben wirklich nie wirklich, weißt du? Mal sehen, wie es dir geht. Muss den Schlag leider nehmen. Noch ein Hund springt zum Blockieren, ja. Ist halt das Problem, das kann der. Obwohl ich hätte den Raben eigentlich woanders hinsetzen sollen, egal. Zu spät. Autsch, 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 autsch. So, frisst den Bot. Der entwickelt sich gleich. Ich könnte natürlich auch den Habicht rufen, aber nee, wir machen es so. Oh, das ist jetzt... Oh, das ist eine Mumie. Mumienfürst sogar. Oh Gott. Der ist aber 3 Opfer wert. Dann machen wir das. Dann rufe ich ihn. Knochen. Ja, jetzt brauche ich aber irgendwas Gutes. Ein Eichhörnchen. Das kann nur einen Angriff blocken. Kann ich hier machen? Weiß ich nicht, was das ist. Du hast nicht genug Blut. Ich fürchte, den Kampf verliere ich. Oh, die unendliche Katze. Aber es bringt nichts. Nee. Da sind wir leider besiegt worden. Okay. Was für ein Trubel. Du kannst erneut versuchen, herausfordern, aber rechne nicht mit einem leichten Kampf. Ein weiterer Versuch? Nun gut.
Mir schwirrt noch alles vom letzten. En garde. Ja, bereit für den Tod und für erneutes Leben. Das ist aber okay. Weil ich habe die Natter. Wunderbar, eine Gelegenheit, meine Schreibfeder einzusetzen. Rippknochenhund. Noch eine Runde tot durch Natter. Du wirst zurückkehren. Okay. Der Sprengbot. Jetzt habe ich 3 Energie. Meine Natter wird ja sowieso drauf gehen. Bin gerade am Überlegen, ob ich den Habicht einfach rufe. Solange der Hund noch nicht draußen ist. Das Sprengbot explodiert und benachbarte Kreaturen werden getötet. Aber wir haben gewonnen. Du hast es halb geschafft. Obwohl dir nicht gefallen könnte, was jetzt kommt. Oh, fuck. Was? All deine Karten, Runde 1, tot durch Humor. Vermisst du sie? Keine Angst. Ich werde sie dir natürlich zurückgeben als Leichen. Oh, wie frech. Wie frech ist denn das? Antwort sehr. Ja, meinen Bluthund kann ich jetzt nicht rufen. Und ich habe nicht genug Energie, um den anderen zu rufen. Ja, dann habe ich verloren. Meine unvergänglichen Kreaturen können nur schwer zu überwinden sein. Vielleicht musst du ein paar Päckchen öffnen, um dein Deck zu verbessern. Ja, ich muss mein Deck verbessern. Das hilft nichts. Die Natter, ja, ist cool. Ja, ich glaube, der Rabe, der bringt uns nichts. Wir brauchen noch ein bisschen was mit Power. Vielleicht auch von den Knochen her. Ich nehme mal ihn mit. So, wir versuchen es nochmal. Okay, wir haben den. Oh, wir haben den Knochen. Den guten Knochen. Aber da kann ich jetzt in der ersten Runde nichts gegen machen. Okay, 2 Energie. Der killt ja jeden, wenn er stirbt. Das nutzen wir jetzt mal aus. Ah, scheiße, das stimmt, der springt zum Blocken. Ja, dann war's doof. Ja, den Knochenhaufen, den kann ich noch nicht spielen. Machen wir jetzt so, dann kommt der hinten nämlich nicht raus. Ah ne, der springt ja darüber, okay. Bin ich schon... Ah, oh, ich bin schon tot, nein. Okay, ja, ich habe doof gespielt. Ja, ja. Nochmal en garde. Ja. Leben und Tod, der Kreislauf geht weiter. Okay, da habe ich aber auch doof gespielt. Der Grizzly. Dann fangen wir halt gleich mit Grizzly an. Spielt keine Rolle, der Tod ist nie endgültig. Gerd wird im Handumdrehen zurück sein. Ja, ich spiel schon mal das Eichhörnchen. Noch ein Eichhörnchen. Ja, dann hau ich sie erstmal weg. So. Du hast es schon halb geschafft. Obwohl dir nicht gefallen könnte, was jetzt kommt. Ja. Du kannst sie zurückhaben. Also könnten nicht die gleichen sein. Muss den da platt machen und dann brauche ich eine Verteidigung durch den Grizzly. Ja, lass mich diese Karte beschriften. Tod durch Familienstreuner. Lebe erneut. Bringt sie in die höhere Form. Ach, verdammt. Ja. Bin ich schon so gut wie wieder hin. Ich kann jetzt bloß hoffen, dass der gut wirft. Oh ja, 6 Damage.
Ah, scheiße, ich bin aber trotzdem tot. Ah, die ist stark. Naja. Ich möchte keine Päckchen öffnen. Ich möchte dich besiegen. Ich habe halt kein so strategisches Deck. Leben und Tod, der Kreislauf geht weiter. Ja, da habe ich jetzt zu hohe Kosten. Scheiße, da habe ich mein Eichhörnchen jetzt geopfert. Ja, ich hätte dann den Raben rufen können. War dumm von mir. Ja, bin ich. Müssen wir nochmal machen. Das war dumm. Okay, ich muss taktisch an die Sache rangehen. Das bringt so nichts. Einfach nur drauf losspielen, macht nichts. Nächste Runde kämpfen wir jetzt mal taktisch. Ansonsten müssen wir wirklich noch ein paar Packs öffnen. Oder das Deck bauen. Ja, bereit für ein neues Leben. Okay. Jetzt rufe ich meine Natter. Und die bringt ihn um. Spielt keine Rolle, der Tod ist nie endgültig. Ja, rest in pieces, Knochenhund. So, da kassiere ich den einen Schlag. Für zwei Energie rufe ich jetzt allerdings ihn hier. So. Der da stirbt auch, spielt keine Rolle. Der Tod ist nie endgültig. Sarkophag getötet durch Natter. Lebe erneut. So, und jetzt muss ich Schaden zufügen. Ja, spiel ich den mal dahin. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Den Hund jetzt aus dem Weg ziehen, will ich aber gar nicht. Eichhörnchen lege ich mal hier hin. Noch ein Eichhörnchen. Ich will eigentlich nicht noch ein Eichhörnchen. Weil ihn hier will ich noch nicht rufen. Aber das Eichhörnchen kann blocken, das ist okay. Okay, der Rabe. Das heißt, ich bezahle sie die Energie einfach mal. Und rufe den Raben hier hin, weil da kann der Hund nicht hin. Das, jetzt mache ich 4 Schaden, das ist mehr als er macht. Eichhörnchen hebe ich mir auf. Wir machen das jetzt Stück für Stück. Wie gesagt, wir spielen jetzt taktisch. Er stirbt, tötet er alles Anliegen. Das heben wir uns auch auf. Oh, er kann halt 2 anliegende Felder, aber nee, heben wir uns auf. Wir sammeln jetzt erstmal schön unsere Handkarten. So, komm. Okay, perfekt. Wir haben sie besiegt. Hast schon halb geschafft, obwohl jetzt kommt was dir nicht gefallen könnte. Ja. Entscheide selbst, wie du die Leichen nutzt. Na, kann ich die Leiche opfern? Kann ich. Okay, perfekt. Dann hole ich hier mal die unsterbliche Katze. Dann rufe ich unseren Bot. Der Hund springt zum Blockieren herüber. Dann hole ich ihn hier, weil der ist stark. Energie habe ich keine mehr. Nee, dann lasse ich das erstmal so. So, Knochenhund durch Mumienfürst getötet. Der greift 2-mal an. Stimmt, da hätte ich ihn eigentlich killen können. So, und jetzt hat er es nämlich... Oder hat sie es hinter sich? Jetzt hole ich hier die Lucky Machine. Jetzt zahle ich und jetzt wird... Hey, spielen wir nochmal. 5. 5 ist gut. Wurde besiegt. Und der haut jetzt mit 5 Schaden zu. Ja, Overkill-Schaden. So. Schön. Voll den Karten erhalten.
Oh, du meine Güte. Du hast mich wirklich besiegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich weiß, dass es dein Wunsch ist, Leshy zu ersetzen, aber nun ja, unter uns. Du wirst Gelegenheit haben, es dir anders zu überlegen. Und ich bitte dich, mich zu verschonen. Nimm die hier, dann geh. Ja, sie wirkt jetzt nicht so böse. Mumienfürst, Grabräuber. Bezahle einen Knochen, um ein Skelett deiner Hand hinzuzufügen. Wiedergänger, nach dem Angreifen wird der Wiedergänger sofort zerstört. Das gefällt mir nicht. Kraftmagier. Wenn eine Kreatur Kraftmagier angreifen würde, unterlässt sie es stattdessen, okay? Und der Springbot blockiert halt fliegende Kreaturen. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Und noch ein Todpäckchen. Totengräber, tote Hand. Wenn tote Hand ausgespielt wird, lege deine Handkarten ab und ziehe 4 nach. Das ist cool. Wieder so ein Pharaonentier, das ich nicht lesen kann. Und Stahlmäuse. Oh, akkuschwach? Nein. Ihr ist nicht akkuschwach. Oh, die Brücke ist repariert. Okay, ich will zum Magier. Der Magier ist cool. Die Notiz lautet: Hallo, wenn du das liest, möchtest du mich, Magnificus, wohl zu einem Kartenkampf herausfordern. Doch um dir dieses Privileg zu verdienen, musst du erst meine 3 Meisterschüler besiegen. Ihre Aufenthaltsorte zu entdecken, bleibt dir selbst überlassen. Besten Gruß, Magnificus. Ein seltsames Monokel, du setzt es auf. Ah, das ist keine Tür. Kann ich die Notiz nochmal lesen? Ah, da ist so ein Totenkopf jetzt drauf. Ein Flugsymbol. Noch ein Totenkopf. Wahrscheinlich hier zum Einstellen. Das Innere der Truhe ist mit klebrigem grünen Schleim bedeckt. Doch, du findest ein Kartenpäckchen. Oh, der Muskelmagier wieder. Dann haben wir Meister Grange. Falls der Besitzer von Meister Grange keine Mox-Karten auf dem Spielfeld hat, stirbt Meister Grange. Okay. Was sind denn jetzt Mox-Karten? Saphir-Mox. Ah. Kann nicht geopfert werden, solange Saphir-Mox auf dem Spielfeld liegt, erhält er wie einen blauen Edelstein. Eichhörnchenkugel. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt Eichhörnchenkugel sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung und hinterlässt auf dem alten Feld ein Eichhörnchen, okay. Ist aber cool. Gut, wir stellen das jetzt erstmal ein. Also hier oben haben wir den Totenkopf, dann haben wir hier flugfähig war es, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es flugfähig oder Flugschild war. Doch, flugfähig hat funktioniert. Ah, der schmerzt unerträglich. Meine Organe schmelzen. Siehst du das? Magnificus. Er hat mich für mein Abschlussexamen in Glibber verwandelt. Ich muss nur noch einen Herausforderer besiegen. Dann verdiene ich mir meinen rechtmäßigen Platz. Mein rechtmäßiger Platz im Deck des Meisters, das ist eins seiner wertvollen Karten. Ah, nichts wird mich aufhalten. Das ist übrigens, es gibt ja den Glibber, der keine Verwendung hat im ersten Kapitel. Ich habe das bei Zero gesehen, der hat das für sich gespielt. Und wenn man den befreit, sagt er tatsächlich auch, also erzählt er von Meister Magnificus. Und jetzt wissen wir sogar, wer das ist. Ja, sind wir tot. Ah ja, das war es alles wert. Bitte bericht dem Meister von meinem Sieg so schnell wie möglich. Was? Was machst du hier? Ich habe mein Abschlussexamen bestanden. Wir sind fertig. Bitte, bitte, nicht nochmal. Doch. Musste ich leider... Oh, das ist aber auch gerade nicht gut, was ich jetzt hier... Okay, der Knochenhaufen. Ich habe halt keine Knochen, ne? Muss ich jetzt Knochen opfern, um Knochen zu bekommen, so ungefähr?
Die Natter, ja, jetzt hätte ich die Eichhörnchen gebraucht. Aber tot bin ich trotzdem. Ja, ich muss an unserem Deck nochmal arbeiten. Ja, ich habe erneut bestanden. Bitte. Ja, ich berichte ihm von Ramsey. Bitte hab Gnade. Er beginnt halt. Oh, das ist zum Kotzen. Ich habe einen Knochen. Muss aber zwei Knochen bezahlen, um seinen Effekt zu aktivieren. Irgendwie nicht ganz so geil. Und das Problem ist, ich ende halt immer mit diesem einen über. Ja, und den kann ich nicht spielen. Ne, ich muss halt unser Deck nochmal ran. Weil wir haben viele Eichhörnchen, wir haben aber gar nicht mehr so viele Karten zum Opfern drin. Ich schmeiß mal ein paar Eichhörnchen raus. Dann hole ich mal einen Kraftmagier. Überlegen vielleicht noch irgendwas mit, was wenig Knochen braucht, wie zum Beispiel die Todesfee zu rufen. Oder ich nehme halt noch was, was Opfer braucht. Irgendwas Starkes. Nehmen wir mal einen Wolfsjung. Oh, unsere Zeit sagt aber, wir haben heute gar keine Zeit mehr. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich unheimlich drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht und hoffentlich auch weiterhin so gut läuft. Bis dann, euer Wolf.